Hallo und willkommen bei Bleib entspannt, deinem Meditationspodcast. Ich bin Kati Claudel und diese Traumreise basiert auf den Wünschen von Medina, Ellie und Iva, Svenja, Ida und Pino. Alle 6 Kids haben sich etwas rund um das Thema Katzen gewünscht, das ich bestmöglich in diese Geschichte integriert habe. Ich hoffe sehr, sie gefällt euch und allen anderen Traumreisefans, die damit einschlafen möchten. Wie auch ihr euch eine Traumreise wünschen könnt, verrate ich ganz ausführlich im Wünschebeitrag auf bleib-entspannt.com. Den direkten Link dorthin findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Ganz viel Erfolg beim Wünschen und jetzt eine gute Nacht auf der Katzeninsel. Eure Kati. Hallo du, schön, dass du da bist und mit mir auf eine kleine Reise gehen möchtest. Dieses Mal wird es schnurrig schön. Bist du schon gespannt? Na dann, lass uns loslegen. Hast du alles, was du für deine Reise brauchst? Kuscheltiere, Nachtlicht, Schmusedecke? Prima! Dann komme jetzt auf alle 4, auf deine Hände und deine Knie. Dein Rücken ist gerade. Atme nun tief durch die Nase ein und mache dabei ein Hohlkreuz. Das heißt, dein Bauchnabel zieht nach unten in Richtung Bett. Deine Schultern und Kopf nach oben. Beim Ausatmen machst du deinen Rücken ganz rund, ziehst dein Kinn zur Brust, blickst in Richtung Bauchnabel und ziehst den Bauch ein. Und noch einmal tief einatmen und ins Hohlkreuz gehen, Kopf anheben. Diese Position nennt man übrigens Kuh. Weshalb du einmal kräftig Mu sagen darfst, während du sie hältst. Atme aus und mache deinen Rücken dabei wieder rund. Diese Haltung heißt Katze. Und ja genau, jetzt darfst du miauen, so schön du nur kannst. Und ein letztes Mal tief einatmen und in die Position der Kuh gehen. Muh. Lang ausatmen und in die Katze kommen. Miau. Das hast du prima gemacht. Jetzt darfst du es dir so richtig gemütlich machen in deinem Bett. Lege dich so hin, wie du gerne liegen möchtest. Und schließe bitte deine Augen. Lasse deinen Atem wieder so fließen, wie er gerne fließen möchte. Und spüre, wie du dabei immer ruhiger und ruhiger wirst. Ganz weich und leicht. Ganz entspannt. Und jetzt stelle dir vor, du liegst auf einer grünen Wiese
im weichen Gras. Und du bist nicht allein. Ein roter Kater sitzt schnurrend direkt neben deinem Kopf und schaut dich aus seinen wunderschönen grünen Augen an. Du bist auf der Katzeninsel. Wie toll! Langsam streckst du deine Hand aus und streichelst dem Tier vorsichtig über sein weiches Fell. Der Kater quittiert deine Zuneigung mit einem noch lauteren Schnurren. Die Vibrationen dessen sind deutlich an dem zarten Katzenkörper zu spüren. Dann lässt der Kater sich auf die Seite fallen und präsentiert dir seinen kuscheligen Bauch. Du flauschst dem Tier darüber und spürst, dass sein Fellchen noch weicher und ein wenig länger ist als auf dem Rücken. Der Rote streckt alle Viere von sich und genießt das Gestreicheltwerden in vollen Zügen. Nach einigen Minuten erhebt er sich jedoch und streckt sich großzügig in alle Richtungen. Danach beginnt der Hübsche sich ausführlich zu putzen. Mit seiner kleinen, rauen Katzenzunge leckt er sich über die rechte Schulter. Anschließend geht es am Vorderbein hinab bis zum Pfötchen und die gesamte rechte Seite entlang. Dann ist die linke Schulter an der Reihe. Das linke vordere Beinchen, die Pfote und die linke Seite. So putzt der Kater seinen gesamten Katzenkörper von oben bis unten. Während du ihn dabei beobachtest und staunst, wie gelenkig er ist. Wie einfach es ihm fällt, seine Beine über den Kopf zu heben und seine Zunge bis zum Rücken wandern zu lassen. Als er fertig ist, legt sich der Kater zufrieden in die Sonne und lässt seine Augen zufallen. Das scheint ihm sichtlich gut zu tun, denn erneut beginnt der Rote glücklich vor sich hin zu schnurren. Du allerdings wirst jetzt von einer Bewegung rechts neben dir abgelenkt. Eine weiße Katze mit braunen und schwarzen Punkten läuft an euch vorbei. Sie sieht aus wie ein Vanillekeks mit Schokoladenstückchen, denkst du, und musst grinsen. Das Kätzchen läuft zielsicher über die Wiese, als hätte es einen wichtigen Termin auf der anderen Seite. Wo es wohl hin möchte? Na los, finde es heraus.
Du streichelst dem Roten zum Abschied über den Kopf und eilst dann der Kekskatze hinterher. Sie führt dich über die gesamte Wiese, auf der du noch einige weitere Katzen entdeckst. Sie liegen im hohen Gras, knabbern an der Katzenminze oder wälzen sich vergnügt darin. Das weiße Kätzchen mit den Schokoladenpunkten läuft jedoch schnurstracks weiter, bis in den Wald dahinter. Du beeilst dich, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Dabei musst du ganz schön aufpassen. Die kleine Katze hat es deutlich leichter, sich durchs Unterholz zu arbeiten als du. Leichtfüßig springt sie über umgestürzte Bäume und schlängelt sich elegant durch die dichtesten Sträucher hindurch. Im dichten Blätterwerk der Bäume entdeckst du schönste Katzenaugen in den verschiedensten Farbenblitzen, die zu noch schöneren Katzenkörpern gehören. Doch du streifst die Schönheiten nur flüchtig, um deine Augen weiter an die Kekskatze heften zu können. Schließlich lichtet sich der Wald und gibt den Blick frei auf ein kleines Gebirge. Das Kätzchen steuert direkt darauf zu und du folgst ihm eilig. Mit seinen samtenen Pfötchen hüpft es den vordersten Berg hinauf, an dem sich ein schmaler Pfad emporschlängelt. Du musst gut aufpassen, wohin du trittst. Und so passiert es, dass du die kleine Kekskatze aus den Augen verlierst. Du läufst ein Weilchen weiter, in der Hoffnung, sie wiederzufinden. Aber die Katze ist wie vom Erdboden verschluckt. Wo ist sie denn nur hin? Schließlich gibst du auf und kehrst um. Du nimmst denselben Weg abwärts, lässt dir jetzt aber deutlich mehr Zeit als zuvor, weil du nun ja keiner Katze mehr folgen musst. So hast du die Möglichkeit, dich umzublicken, die Aussicht zu genießen und den Berg und seine unterschiedlichen Gesteinsfarben genauer zu betrachten. Doch dann entdeckst du plötzlich noch etwas anderes. Versteckt hinter einem Busch kannst du den Eingang einer Höhle sehen. Das Loch ist genauso groß, dass man auf allen Vieren problemlos hineinkrabbeln kann. Bestimmt ist das Kätzchen da drin. Sollst du es wagen?
Aber natürlich. Du lässt dich auf alle Viere sinken und krabbelst in die Höhle. Wenn du dachtest, dass du dich jetzt in düsterer Dunkelheit befindest, hast du dich gründlich geirrt. Zugegeben, es ist deutlich dunkler als draußen bei Tageslicht. Aber dafür hast du hier etwas ganz Zauberhaftes, Leuchtendes entdeckt. Überall, an den Wänden, sogar an der Decke, besonders aber auf dem Boden, sind kleine leuchtende Pfotenabdrücke verteilt. In den unterschiedlichsten Farben. Von grün über blau, violett und gelb. Tauchen Sie die Höhle in ein ganz wundervoll buntes und gemütliches Licht. Sieht das toll aus! Doch plötzlich hörst du ein Miauen im Inneren der Höhle. Bestimmt stammt es von dem weißen Kekskätzchen. Na los, weiter geht's. Du beeilst dich, durch den bunt ausgeleuchteten Gang zu kriechen. Während du konzentriert die Ohren spitzt. Denn immer wieder hörst du das Miauen einer Katze. Und nur wenige Sekunden später entdeckst du sie auch. Allerdings ist es nicht die Kekskatze, sondern eine große, langhaarige Schönheit. Mit schwarzem Fell und rötlich-braunen Flecken. Und du meine Güte, die Katze liegt mit ihrem unheimlich dicken Bäuchlein auf der Seite. Und wow, ich glaube, sie bekommt gerade in diesem Augenblick Babys. Das Kätzchen ist eindeutig tragend. Zum Glück hat sie eine weiche Unterlage, denn die gesamte Höhlenecke ist mit einer dicken Strohschicht ausgelegt. Allerdings steht die Katzenschönheit immer wieder unruhig auf und scheint einfach nicht die richtige Position zu finden, um ihre Jungen zu werfen. Du, ich glaube, du solltest die Katze dringend beruhigen. Sie macht sich viel zu viel Stress. Das ist gar nicht gut für die Geburt ihrer Babys. Vorsichtig kriechst du zu der schwarz-braunen Langhaarschönheit und setzt dich direkt neben sie. Sachte legst du ihr die Hand auf den bebenden Körper und streichelst sie sanft. Das Kätzchen schaut dich aus ihren großen, bernsteinfarbenen Augen an. Und du erkennst Dankbarkeit in ihrem Blick.
Ich glaube, sie ist ziemlich froh, dass du bei ihr bist. Und sie ihre Babys nicht alleine bekommen muss. Sie schnurrt sogar ein bisschen. Und dann geht es tatsächlich los. Das erste Baby kommt. Du lässt die werdende Katzenmama jetzt lieber in Ruhe und beobachtest das Ganze mit etwas Abstand. Denn die Katze weiß instinktiv genau, was sie zu tun hat. Als das erste Baby da ist, beißt sie die Nabelschnur durch und leckt es sorgsam sauber. Genauso verfährt die Katzenmama mit Baby Nummer 2, 3, 4 und 5. Wow! Das sind aber viele kleine Katzenbabys. Und sie sind zuckersüß. Zwei rote sind dabei. Ein braunes. Ein schwarz-weißes. Und ein komplett weißes Kätzchen. Und die Kleinen haben großen Hunger. Mit ihren noch geschlossenen Augen suchen sie blind nach dem Zitzen der Mama und trinken dann kräftig. Auch den Milchtritt beherrschen sie schon erstklassig, wie du sehen kannst. Die 5 sind wirklich allerliebst. Nachdem sie sich satt getrunken haben, putzt die Mama die Kleinen noch einmal ausgiebig. Danach kuscheln sie sich alle aneinander. Na sicher, die Babys und ihre Mama sind fix und fertig. Sie müssen sich erstmal ausruhen von der anstrengenden Geburt. Du kannst das gut nachvollziehen. Denn auch du selbst bist ziemlich müde von deinem aufregenden Tag auf der Katzeninsel. Leg dich doch einfach dazu und mach es dir im Stroh gemütlich. Die Katzenmama und ihre Babys haben sicher nichts dagegen. Du legst dich auf das Stroh und lauschst dem Schnurren der hübschen Katzenmama. Als sich plötzlich ein zweites Schnurrgeräusch dazu gesellt. Die Kekskatze, du meine Güte! Das weiße Kätzchen mit den braunen und schwarzen Punkten kommt laut schnurrend zielgerichtet auf dich zugelaufen und kuschelt sich ganz eng an dich. Wie schön!
Du spürst die Vibrationen des Schnorrens an deinem Bauch und die Wärme der kleinen Katze ebenfalls. Ist das gemütlich? Glücklich schließt du deine Augen und genießt diesen Moment in vollen Zügen. Deine Müdigkeit strömt ganz allmählich durch deinen gesamten Körper. Alles wird ganz weich und leicht. Du lässt dich einfach treiben. Immer weiter und weiter. Bis auf die traumhaft wundervolle Katzeninsel. Gute Nacht. Thank you.